Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp. Und jetzt erstmal alle stillgestanden. Hier spricht wieder euer Kommandant, LooksLikeLink. Sehr, sehr schön, Leute, dass ihr zu diesem neuen Let's Play-Projekt pünktlich zum Release eingeschaltet habt und zu mir gefunden habt. Und jetzt mal Spaß beiseite, sie können sich locker machen, ja? Es ist endlich soweit, Leute, diese klassische Reihe bekommt ein, ja, Reboot auf der Nintendo Switch. Und was soll ich sagen, ich freue mich. Allein bei der Intro-Szene, die Mundwinkel, ja, sie waren wieder konstant nach oben gerichtet. Einfach cool, diese sehr, sehr charmante Strategiesimulation. Es enthält einfach alle beiden Spiele, der Klassiker vom Game Boy Advance. Einfach toll. Was soll ich lange drum rumreden, Leute? Ich glaube, wir beginnen einfach mal mit dem Intro, oder was? Oh! Oh, 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 oh! Nell, hallöchen! Willkommen bei Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp! Du bist also Marcel, stimmt's? Sie kennt mich noch. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Oh, anscheinend doch nicht. Ich heiße Nell. Oh! Es ist sogar deutsche Sprachausgabe? Das ist ja nice. Ach, schön. Ich bin selbst eine Kommandantin in der Armee von Orange Star. Ey, nicht schlecht, Nell. Wie hast du das denn geschafft? Hey, sag doch mal. Spielst du Advance Wars zum ersten Mal? Nee. Leute, ne, Kenner meines Kanals wissen ja, dass wir der Reihe doch schon die eine oder andere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das ist zwar viele, viele Jahre her, aber ja, die beiden Game Boy Advance Spiele haben wir auf dem Kanal gebracht. Und sogar den, ja, ich sag mal, dritten Teil, Dual Strike für den DS, ist auch hier auf meinem Kanal verewigt worden. Sehr, sehr coole Games, was soll man sagen, ich liebe diese Reihe, habe sie schon sehr weit mitbekommen. Deswegen kann ich getrost sagen, nein, ich spiele es nicht zum ersten Mal. Und so wisst ihr auch, es ist kein, ich nenne das jetzt mal kein Blind-Projekt, ne? Ach so, na dann willkommen zurück. Ey, ich freue mich, Nell, war richtig cool. Ich erkläre normalerweise, wie das Spiel gespielt wird und gebe unseren Kommandanten auch während der Mission wertvolle Tipps mit auf den Weg. Ist ja fast so wie ich bei meinen Let's Plays. Oh, da ist auf einmal stumm. Du kennst dich ja schon aus, also sind die Sachen für dich eher zur Auffrischung, würde ich sagen. Aber vielleicht lernst du auch das ein oder andere, das du vorher noch nicht wusstest. Also immer schön aufpassen, ja? Ja klar. Lass mich dir schnell die verschiedenen Spielmodi erläutern, ehe es richtig losgeht. Hinter Gegeneinander kannst du Mehrspielerpartien bestreiten. Dabei können mehrere Gamer auf derselben Nintendo Switch-Konsole zocken. Auch das Spiel mit mehreren Konsolen ist möglich, sofern jeder der Spieler über ein Exemplar von Advance Wars 1+2 Reboot Camp verfügt. Die Kampagne ist der Hauptspielmodus, um den es auch in dem Let's Play hier gehen soll. Hier reist du in eine Reihe packender Gefechte gegen feindliche Kommandanten durch ganz Warsworld. Stimmt ja, hieß ja Warsworld. Oh Mann, der ganze Kontinent, glaube ich. Auch weitere Spielmodi stehen zur Verfügung, aber die kann ich dir später noch erläutern. Zeit mit dem Training zu beginnen. Bis dann in der Kampagne. Und jetzt? Abmarsch! Alter, Abmarsch, jawoll! Ach Mann, ey, so schön. Leute, ich muss echt sagen, ich bin ein sehr großer Fan von Advance Wars. Ist ja tatsächlich, ja, man kann es wirklich schon als Klassiker bezeichnen, damals für den Game Boy Advance. Wurde auch hoch gelobt. Eine sehr, sehr schöne Strategiesimulation. Ganz tolle Kritiken und auch echt einfach der typische Charme hier von Nintendo und hier auch von Intelligent Systems, die das ja alles entwickelt haben. Eine richtig, richtig coole Gamer-Reihe. Und natürlich, was heißt das im Umkehrschluss, wenn ein Spiel oder eine Reihe sehr, sehr hoch gelobt wird, tolle Kritiken hat? Was passiert denn meistens? Genau, es kauft sich keiner. Ja, ist ein bisschen schade, aber naja, Strategiespiele sind halt nicht jedermanns Sache. Und auch so ein bisschen fairerweise muss man ja auch sagen, dass inzwischen Advance Wars dann doch eher im Schatten von der sehr, sehr ähnlichen hauseigenen Reihe Fire Emblem steht, ne? Die ja dann doch ein bisschen mehr mit seinem Fantasy-Setting mehr Leute anspricht, was ich auch verstehen kann. Nichtsdestotrotz, also deswegen freue ich mich sehr, dass ich euch mal wieder ein bisschen die Reihe näher bringen kann. Auch weil man sich die alten Let's Plays von mir nicht mehr angucken kann. Ja, so ehrlich muss man auch sein. Aber sehr schön, wir spielen beide Spiele in diesem Let's Play. Ich denke mal, wir fangen auch ganz normal mit dem ersten Spiel an. Ah, sieht einfach so toll aus, ne? Allein die Musik, die schon wieder reinballert. Und die Synapsen in meinem Gehirn die Erinnerungen abfeuern. Ah, okay, Leute, sorry, ich bin einfach nur wieder gehypt. Kampagne. Der Feind wartet. Hier geht's auf ins Gefecht. Ich denke mal, die anderen Modi, ja, gucken wir uns vielleicht mal an. Oh, der Editor, ey. Hier entwirfst du eigene Karten zum Zocken oder Teilen. Ja, den gab's auch schon damals auf dem Game Boy Advance. Du konntest dich stundenlang mit beschäftigen. Richtig, richtig cool. Kriegsraum, Hachis Shop, Galerie, alles noch gesperrt. Kommt später noch. So, Advance Wars und Advance Wars 2 Black Hole Rising. Eine zweite Geschichte, die noch enthüllt werden muss. Ja, okay, ne, Leute, alles klar. Ich denke mal, ja, wir fangen einfach mit beiden an. Ich glaube, man muss das gar nicht erst freispielen. Ich glaube, wenn ich hier das jetzt auswähle, dann wird mir darauf hingewiesen von wegen, ey, solltest vielleicht erstmal den ersten Teil zocken. Aber wenn du möchtest, kannst du auch jetzt schon den zweiten spielen. Ich weiß es nicht genau. Ne, aber nee, wir fangen schon mit dem ersten an. Spieldatei auswählen. Kampagne Advance Wars 0% Fortschritt. Oh, ich weiß gar nicht, Leute, wie ich das machen werde, denn ich habe noch gut in Erinnerung, dass es ja im ersten Teil Secret Missionen gab. Und die würde ich eigentlich gerne wieder alle zeigen, weil so geht auch die Kampagne am längsten, ne, wegen den ganzen Zusatzmissionen oder auch einer Bonusmission am Ende. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob das hier nochmal so genau so ist, ob man das irgendwie auch wieder selber rausfinden muss oder ob hier darauf hingewiesen wird. Ich habe ja das aber im Hinterkopf gemacht, Leute, und ich weiß, was ich zu tun habe, wenn ich euch alle geheimen Missionen zeigen will. Aber erstmal ein neues Game. So, einfach. Welche Schwierigkeit möchtest du spielen? Du kannst die Schwierigkeit jederzeit in der Dateiauswahl ändern. Einfach, für alle, die das Spiel erst kennenlernen. Nee, dazu kann ich mich auf keinen Fall zählen. Für alle, die eine Herausforderung suchen. Zockt mal richtig schön auf klassisch. Feldübung. Die erste Mission, Advance Wars. Let's go. Hier lernst du, Befehle zu erteilen. In dieser Übung verrate ich dir alles zu Truppenbewegung und Angriffen. Städte und Terrain, Reparatur und Transport. Okay, alles klar, wir fangen ja erstmal echt mit den Kampfübungen an. Da gab es ja damals auch im Original, ich glaube sogar 10 Stück oder so. Vielleicht haben sie es ein bisschen verkürzt. Na gut. Nell, zeig mal, leg mal los. Frisch mal alles wieder auf bei mir. Oh, wenn ich schön klassisch zocke. Lektion 1. Truppenorder. Wie schick das aussieht, dieser schöne Stil. So richtig schön animiert und so richtig cartoony, die Farben. Day 1. In Ordnung. Legen wir los. Wir beginnen mit einer einfachen Feldübung, um die absoluten Grundlagen zu lernen. Hier siehst du 2 Infanterieeinheiten, die beide deine Befehle abwarten. Die blaue Einheit hingegen gehört zur gegnerischen Einheit und dem gegnerischen Heer. Siehst du den Rahmen hier? Das ist unser Zeiger. Verwende den Stick, um den Zeiger zu bewegen. Mit ihm erteilst du Befehle, erhältst Informationen zu den Einheiten auf dem Schlachtfeld und vieles mehr. Bewege den Zeiger nun einmal auf die eingekreiste Infanterieeinheit und drücke A, um sie auszuwählen. Ja, richtig basic, aber das Spiel ist an sich... Es wird viel einfach anschaulich sein beim eigentlichen Zocken, aber das kann trotzdem nicht schaden. Ah, wie schick das aussieht, ey. In so einem komischen Pappkarton hier, so alles spielzeugmäßig. Alles klar, hier, komm her, zack. Boah! Wenn du eine Einheit auswählst, wird ein bestimmter Bereich um die Einheit herum farblich hervorgehoben. Das sind die Felder, auf die sich die Einheit bewegen kann. Gut, dann lass die Einheit doch mal auf ein Feld, auf den Feind zumarschieren. Bewege den Zeiger bitte auf dieses Feld und drücke A. Puff, puff, puff. Warten. Nach dem Bewegen einer Einheit erscheint das Befehlsmenü. Wähle dann hier einfach Warten aus und drücke A, um zu bestätigen. Aha. Aha. Na, bemerkt, deine Einheit ist jetzt abgedunkelt. Abgedunkelte Einheiten können während des aktuellen Zugs keine Befehle mehr empfangen. Ja, an sich ist es halt einfach, Advance Wars ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Ne, jeder ist mal dran und dann ist aber auch Schluss, bis der Gegner wieder dran war. Oh Mann, doch keine Angst, beim nächsten Zug sind sie wieder ready. Wähle nun die andere Infanterieeinheit aus. Die haben mich auch mit einem Kreis markiert, dass du richtig checkst. Boah, super. Und nun schau mal, siehst du, dass das Bodenfeld der Feindeinheit plötzlich rot ist? Das bedeutet, dass sich die Einheit in Angriffsreichweite befindet. Deine Infanterieeinheit kann nur Ziele angreifen, die sich auf Nachbarfeldern befinden. Bewege die Einheit also neben den Gegner und wähle dann Feuer. Sehr schön. Sehr gut. Wähle nun im Menü Feuer aus und wähle dann die feindliche Einheit als Ziel aus. Boah, guck mal, 49% Schaden mache ich, also knapp die Hälfte, 10 Trefferpunkte hat so eine Einheit. Na, ich glaube, ich nehme Nell das schon wieder alles vorweg. Oh, Alter, wie das aussieht, so richtig komische kleine Spielzeugfiguren. Wundervoll. Volltreffer, klasse. Wie du siehst, konnte der Gegner zurückschießen. Doch da du zuerst angegriffen hast, ist deine Einheit in besserer Verfassung. Sind alle Befehle erteilt, solltest du den Zug beenden. Drücke dazu auf einem unbesetzten Feld A, um das Kartenmenü aufzurufen. Genau, also irgendwohin, zack. Im Kartenmenü findest du viele Infos und Options, die dir das Leben leichter machen. Wähle aber fürs Erste einfach mal Zug beenden aus, um die Lektion fortzusetzen. Okay, ja, okay. Oh, oh. Das ist aber nicht so schlau, was der jetzt macht. Ich bin doch noch viel stärker. Boom. Oh, das ging nicht gut aus. Haha. Na, Nell, war das cool, Nell? War das taktisch klasse? Okay, fertig. Du bist wieder dran. Aber Moment, siehst du die Zahlen, die unter den beiden Einheiten stehen? Diese zeigen die Trefferpunkte TP der Einheiten an. Alle Einheiten starten mit 10 Trefferpunkten. Oder mit erlittenem Schaden gegen... Jedoch mit erlittenem Schaden gehen Trefferpunkte verloren. Bei 0 wird die Einheit aus der Schlacht entfernt. Komplett zerstört. Siehst du, dass deine Einheit im Moment mehr Trefferpunkte als die des Feindes hat? Meistens hat der Angreifer dem Angriffenen gegenüber einen großen Vorteil. Daher solltest du stets versuchen, zuerst das Feuer zu eröffnen. So sicherst du dir einen entscheidenden Vorteil. Sehr wichtig, Mit den Trefferpunkten sinkt die Feuerkraft von Einheiten. Lass uns darum die unversehrt zweite Einheit für unseren nächsten Angriff verwenden. Wähle sie bitte aus. Oh je, ihr... Melde Gehorsam. Alter, wow! Ja, es gibt noch eine einfache Art, Einheiten Angriffsbefehle zu erteilen. Wie geil, dass sie auch die Typen da, stimmt, die haben ja auch geredet mitunter. Haben richtig schön neu animiert. So ein Default-Soldat irgendwie. Warte, was? Sehen Sie die markierte Feldeinheit? Sie ist in unserer Reichweite, also können wir einen Schnellangriff ausführen. Wählen Sie dazu bitte den Feind direkt aus. Okay, aber das ist schon mal zum Beispiel neu. So, direkt ausgewählt. Alter, der ist tot, Mann. Ah, cool. Quality of Life, Leute. Schon mal, ne? 2 Klicks erspart, wenn man den einfach anwählt. Ganz toll. Richtig klasse. Und da du die Feindeinheit mit einem Angriff besiegt hast, musste deine Einheit überhaupt keinen Schaden erleiden. Das ideale Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch. Damit hättest du deine erste Kampfübung mit Bravour bestanden. Bin so stolz auf dich. Ey, danke, Nell. Bereit für die nächste Lektion? Ja, klar. Abgeschlossen, die Lektion. Cool. Im Original konnte man die Trainingseinheiten, ja, konntest du quasi skippen. Die waren in so einem eigenen Extra-Menü. Oder ich weiß ja nicht, musste man die machen, um die Kampagne freizuspielen? Ich glaube, das haben die echt ein bisschen verkürzt, ne? Reparatur und Transport, Stadt und Terrain, das war, glaube ich, damals alles einzeln. Aber gut, dann machen wir gleich weiter. Hier dreht sich alles um das Erobern von Städten sowie das Nutzen von defensiven Terrain. Bin ich doch zu haben für... Ach, die ganze Erinnerung, das kann man aber auch nicht vergessen, ne? Lektion 2. Oh yeah. Aber schön, dass ich Quality of Life-Erfahrung hier schon mal habe. Ich werde auch später noch in der Lage sein, alles vorzuspulen. Und vielleicht machen wir später auch noch mal so ein bisschen, dass ich halt so die Animation vielleicht ausstelle. Das haben wir ja früher auch gemacht. Ne? Ich zocke eine Weile, dass wir vielleicht mal alle Einheiten so in Aktion gesehen haben. Aber dann vielleicht später zumindest, wenn der Gegner dran ist oder so. Und dann kann man bestimmt auch wieder einstellen, dass der Gegner einfach seine Animation spart und meine spült er nur vor. Mal gucken. Nanu, der Feind scheint diesmal Max einzusetzen. Mechanisierte Infanterie. Max sind abwehrstärker und fügen Feuerfahrzeugen großen Schaden zu. Zum Glück habe ich dir für diese Übung vorsorglich eine eigene Mech-Einheit aufs Schlachtfeld gestellt. Infanterie hat allgemein wenig Glück im Kampf gegen Max. Die Einheit sollte daher dort Stellung beziehen, wo sie natürliche Deckung findet. Und das heißt, dass wir nun das Erobern von Städten üben. Wähle bitte die Infanterieeinheit hier aus, okay? Oh je. Neutrale Städte sind grau, nehmen allerdings nach dem vollständigen Erobern die Farbe deiner Seite an. Ohne das Erobern hast du oft kaum Siegeschancen. Versuch daher immer so viele Städte wie möglich zu erobern und sie danach vor dem Feind zu schützen. Bewege dafür bitte deine Einheit auf die markierte Stadt. Genau, weil später, wenn wir noch shoppen können, ja, bringen halt auch so eingenommene Städte, bringen halt auch Geld. Immer am Anfang der Runde. Bitte wähle den Befehl Erobern aus. Jawohl, zum Befehl. Ein guter Anfang. Die vollständige Eroberung wird noch ein wenig dauern. Übrigens nur Fußtruppen, also Infanterie und Mechs, können erobern. Alles klar. Jedes Erobern durch eine Einheit verringert den Eroberungswert der Stadt. Und zwar um genauso viel, wie der eroberte Einheit Trefferpunkte hat. Und außerdem können auch Geschwächte brauchen länger, um sowas einzunehmen. Aber Vorsicht! Ist eine Einheit mit der Eroberung beschäftigt, dann bewegen sie nicht von ihrem Feld weg. Sonst muss sie den Vorgang wieder ganz von vorne beginnen. Ja. Dasselbe gilt auch, wenn die erobernde Einheit vor Abschluss der Eroberung alle Trefferpunkte verliert. Einheiten, die gerade eine Stadt erobern, müssen daher gut geschützt werden. Sie sind angreifbarer als sonst. Wähle als nächstes bitte diese Einheit aus. Genau, was man schon mal guckt, unten rechts, komm hier, so eine Stadt hat halt eine Deckung von 3. Richtig cool, so ein Berg hat eine Deckung von 4. Und dann auch noch hier so ein Ebene hat gar nichts, Deckung von 1. Und so ein Wald, Deckung von 2. Ja, deswegen steht da, ist schon... Das Nonplusultra, obwohl es gibt noch, ich glaube, ein Hauptquartier später noch höhere Deckung. So, sehr gut. Nun bewege die Einheit auf das andere Feld und erober auch die Stadt. Let's go. So eine Sachen kann man auch ausstellen, so eine Animation, ne? Können wir später alles noch machen. Wundervoll. Und dann wähle als nächstes bitte die Infanterieeinheit hier oben aus. So, gleich zum Angriff über ihn oder was? Jawohl. Sehr gut. Und nun eröffne das Feuer auf die feindliche Infanterieeinheit direkt gegenüber. Kleiner Tipp. Sie können das Spielgeschehen durch Halten von ZR beschleunigen. Versuchen Sie es doch mal, wenn Sie jetzt den Feind angreifen. Alles klar. So. Vorspulen, Leute. Einfach abgeballert. Vortrefflich. Gut, dann wähle zum guten Schluss noch bitte diese eine Infanterieeinheit aus. So, die schätze jetzt auf den Berg, ne? Na, fällt dir etwas auf? Oh, ein Berg, ne? Richtig, die Wegkosten verdoppeln sich im Gebirge. Oh, achso. Allerdings bietet diese Art Gelände im Gegenzug hervorragende natürliche Deckung. Beispielgefällig, da wähle doch mal eine Einheit aus mit Feuer und greift den Gegner an. Schön auf den Berg. Oh, Deckung 4, macht gar nicht so viel Schaden. Weil ich sollte auch nicht so viel einstecken. Na, richtig cool. Ach, guck mal, die stehen selber auch auf dem Berg. Oh. Oh, oh, oh. Na, das wird ja richtig viel weniger abgezogen. Diese feindliche Einheit hat weniger Schaden erlitten als jene, die du zuerst angegriffen hast. Das liegt an der Deckung, die ihr das Gelände bietet. Die Geländedeckung im Gebirge kannst du hier ablesen. 4 Sterne, das ist richtig viel. Auf offenem Feld erhalten Einheiten nur 1 Stern Deckung. Je höher die Deckung des Geländetyps, desto weniger Schaden erleidet eine dort stationierte Einheit. Ganz logisch. Okay, das war's für diesen Zug. Wusstest du doch gleich, dass das für dich ein Kinderspiel ist. Dann muss dein Zug nur noch beendet werden. Drücke hier dafür auf einem Lernfeld einfach A und wähle wieder Zug beenden aus. Schub! Der Feind ist dran. Oh, 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 oh. Ich hab doch Deckung, oder? Oh, shit. Da will ich aussehen, ey. Oh. Oh. Okay, ein bisschen gewehrt. Eieieiei. Guck mal, fast gleich viel Schaden gemacht. Weil ich halt eine höhere Deckung habe. Hey, was soll das denn jetzt? Ihr Schweine, Vorsicht! Oh, Alter, voll, wir haben unseren Kameraden verloren. Alter, die greift echt, er macht alle fertig. Alter, wir haben gleich gewonnen. Muss ich überhaupt so ein Haus einnehmen noch? Alter, scheiße, ey. Ja, wir sind voll im Vorteil. Ist ja auch alles noch Training, ne? Puh, Tag 2. Nell, was sagst du denn jetzt? Was soll ich jetzt machen, Nell? Mech-Einheiten richten ziemlich viel Damage an. Zum Glück bieten auch neutrale Städte deiner Einheiten reichlich Deckung. Was noch ganz wichtig ist. Was denn? Jede Art von Einheit verfügt über eigene Wegkosten. Mechs können sich etwa nur 2 Felder weit bewegen, wie du gesehen hast. Doch dafür büßen sie im Gebirge nichts an Bewegungsreichweite ein. Ah, weil wäre richtig fies. Solltest du einmal solche oder andere Infos brauchen, dann platziere den Zeiger einfach auf der Einheit, die das dich interessiert, auf dem Element, das dich interessiert, und drücke ZR. Kinderleicht! Egal welches Gelände oder welche Art von Einheit, nicht vergessen. Wissen ist Macht. Es zahlt sich aus, den Befehl erobern immer zu Beginn des Zugs zu erteilen. Sonst vergisst man es vielleicht am Ende noch. Wähle bitte diese Einheit aus und mach deine Arbeit mal zu Ende hier. Wenn deine Fußeinheit unversehrt ist, dauert das Erobern einer Stadt nur 2 Züge. Nutze also die Gunst der Stunde und schieße den Vorgang jetzt ab. Yeah! Erobert! Ganz herausragend, Alter. Die Stadt ist nun unter deiner Kontrolle. Siehst du, wie sich die Farbe deiner Seite angenommen hat? Wähle nun diese Mech-Einheit aus. Dabei soll die echt noch weiter einnehmen? Da diese Einheit im letzten Zug Schaden erlitten hat, benötigt sie länger zum Erobern der Stadt. Denk immer daran und beschütze deine Truppen. Da die Einheit Schaden erlitten hat, kann sie den Eroberungswert nur um die Höhe ihrer TP senken und dabei ist sie Angriffen ausgeliefert. Kümmern wir uns stattdessen also lieber um die feindliche Mech-Einheit, die uns das Leben schwer macht. Feuer frei. Gute Idee. Ah, der hätte jetzt wieder los hier. Boah, voll in der Stadt, ey, was ist hier los? Tschüss, Mann! Einfach auf offene Feld geschossen. So. Super, gut, dann schließe die Übung doch einfach selbst ab. Dazu musst du nur alle gegnerischen Truppen besiegen. Ich bereite derweil die nächste Lektion vor. Alles klar, ja, dann können wir erstmal... Der kann ja gar nichts mehr machen. So, ich würde ja eigentlich den hier angreifen. Ah, nur 25 Schaden. Ja, warte, ich glaube, den hier oben können wir erstmal ausknocken. Der ist down. Feuer! Oh, von den einsamen Typen da. Einfach abgeknallt. So, jetzt will ich, die Mech-Einheit ist natürlich schon irgendwie blöd, ne? Schwäche ich die jetzt noch weiter? Ach man, ey, das ist doch fies. Ja, das ist natürlich jetzt, was macht man jetzt? Wir schwächen die einfach weiter. Alter, los, feuern! Oh. Alter! Ja, die kann sich jetzt, also wenn die jetzt irgendwen angreift, geht die down. Also hoffentlich. Oh, oh, oh. Ich sollte aber keine Einheit verlieren, weil eigentlich sind meine viel zu stark. Den greift jetzt an. Oh, shit! Ja, aber komm. Der einsame Typ hier. Down. Sehr schön. Oh, oh, oh. Oh. Eieiei. Ja, na gut, mit abschließen oder mit erobern wird wohl nichts mehr. Aber ist ja nicht so schlimm. So, ich kann nur mit denen hier angreifen. Ist ja eine normale Einheit. Ja, und dann machen die Maxen einfach down. Da wird nichts mehr eingenommen, Leute. So, und tschüss. 12% reicht. Nice. Und das war's. Aha. Das war's zum Thema Geländedeckung und Eroberungen. Setze die gelernten Kniffe gut ein, damit ist dir der Sieg sicher. Yeah, Lektion abgeschlossen. Geil. So, und ich würde sagen, weil es ja die erste Pilotfolge ist, würde ich halt jetzt noch die letzte Lektion auch noch abschließen. Und dann geht's beim nächsten Mal richtig los. Reparatur und Transport. Ein paar weitere nützliche Tipps, damit du für alle Lebenslagen gewappnet bist. Let's go. Das macht mich froh. Ach man, das ist einfach ein schönes Spiel. Bin gespannt, wie schwer das wird. Lektion 3, Reparatur und Transport. Ja, da wisst ihr auch schon längst Bescheid, Leute. Das ist alles so cool, Mann. Ah, an sich ist es ja ein simples taktisches Spiel, aber trotzdem. Ist einfach so nice. Ein Hinterhalt. Der Feind hat unseren Jagdpanzern Schaden zugefügt. Aber keine Sorge. Gemeinsam werden wir das Kind schon schaukeln. Wir müssen uns ans Reparieren machen, um hier eine Chance zu haben. Schau nur, dieser Panzer etwa ist schwer beschädigt und hat gar keine Muni mehr. Helfen wir dir deinem Jagdpanzer also. Bitte wähle die gekennzeichnete Einheit aus. Wir müssen ihm helfen, wieder hin. Der hat keine Munition, ey, richtig down. So, um Einheiten zu reparieren, brauchst du sie nur auf ein Gebäude deiner eigenen Seite zu bewegen. Sogar dein Hauptquartier. Ah, dies ist die einzige freie Stadt in Reichweite. Also bewege den Jagdpanzer bitte dorthin. So, da kann ich jetzt erstmal ein paar Züge erholen hier. Schupp! Nice. Sehr schön. Solange dieser Jagdpanzer nun auf der Stadt ist, wird pro Zug 2 TP regeneriert. Doch falls ein feindlicher Panzer ihn bis dahin erreicht, ist er verloren. Außer du beschützt ihn mit deinen anderen Einheiten. Oh je. Oh je, ich muss sagen, deinen anderen Jagdpanzern geht es auch nicht gerade blendend. Zum Glück gibt es einen Trick, mit dem man die Trefferpunkte beider Einheiten reparieren und gleichzeitig die Brücke blockieren kann. Ich zeige ihn dir mal. Wähle bitte zuerst den oberen Jagdpanzer aus. Hoppala. Wir müssen zuerst den Jagdpanzer... Ja, okay, sorry, Nell. So. Bewege den Jagdpanzer nun auf das Feld direkt am Brückenkopf. Dort kann er nur von jeweils einem Gegner auf einmal angegriffen werden. Genau, Leute, ne? Weil die dann auf der Brücke sich da gegenseitig blockieren. Einheiten können keine Felder passieren, auf denen eine Gegnereinheit steht. Wir nutzen also unseren Jagdpanzer, um eine Blockade zu errichten. Oh je. So. Aber der ist natürlich noch ein bisschen zu schwach, ne? Der untere Jagdpanzer ist noch schlimmer dran. Gut, dann wähle ihn bitte aus und lass dir das Vereinen von Einheiten erläutern. Oh ja. So. Gut so, bewege den Jagdpanzer nun auf dasselbe Feld, auf dem der gerade beschädigte Jagdpanzer steht. Und schieße die Vereinung ab. So, weil dann, ja, verlieren wir zwar eine Einheit, aber der wird dadurch wieder, alter, voll repariert. Siehst du, nun hast du nur noch einen Jagdpanzer, aber mit vollen Trefferpunkten. Ja, also die rechnen sich dann zusammen, die Zahlen. 6 plus 4 macht halt wieder 10 volle Trefferpunkte. Beim Verein werden die TP beider Einheiten zusammengezählt. Sorry, Nell. Du würdest jetzt sagen, das kann nützlicher sein, als man denkt. Eine starke Einheit ist oft besser als 2 geschwächte. Man muss immer abwägen. Mit vielen Einheiten hat man viele Möglichkeiten, doch wenn sie zu wenig TP haben, leben sie oft ausgesprochen gefährlich. Bedenke, dass auch geschlagene Einheiten weniger Schaden bei Angriffen anrichten. Doch nun kann dein reparierter Jagdpanzer perfekt die Brücke blockieren. Und währenddessen kann dein beschädigter Jagdpanzer in Ruhe repariert werden. Ach, ganz wichtig, die durch Vereinigung Einheit hat ihren Zug damit abgeschlossen und kann erst im nächsten Zug wieder aktiv werden. Nicht vergessen, ja? Tja, und damit kennst du dich nun wirklich bestens in Sachen Kriegsführung aus. Viel kann ich dir nicht mehr beibringen. Aber na, ein paar Kleinigkeiten fielen mir da noch ein. Guck dir mal sogar, du hast sogar eine Artillerieeinheit zur Verfügung. Leider wäre da nur ein kleines Problem. Deine Artillerie hat nämlich gar keine Muni mehr. Und ihr Treibstoff ist auch alle. Was tun wir denn da? Hm. Ohne Munition kann Artillerie kein Feuer eröffnen und Fahrzeuge ohne Treibstoff bewegen sich nicht mehr. Hier einer ist also im Moment fast am Arsch. Doch zum Glück haben wir dafür Spezialisten parat. Diese Truppentransportpanzer, kurz TTPs. Ich zeig dir mal, wie man sie richtig einsetzt. TTPs erfüllen mehrere Zwecke. Ich zeig dir welche. Wähle dafür bitte zuerst mal diesen TTP hier aus. Oh, eine richtig coole Einheit. So. Um unsere Artillerie kampfbereit zu machen, muss sich der TTP gleich neben sie stellen und sie betanken. Bewege ihn hierhin und wähle dann auffüllen. Yeah! Sehr schön. Sehr schön. Durch den Befehl auffüllen erhält eine Einheit all ihre Munition und ihren Treibstoff zurück und ist wieder bereit zum Einsatz. Und das Beste? Diesmal haben wir nur eine Einheit aufgefüllt. Doch TTPs können auf einen Schlag alle Einheiten versorgen, die auf Nachbarfeldern stehen. Oh, geil. Und falls du mal keinen TTP zur Hand hast, wenn du Einheiten auf Städte oder Einrichtungen deiner Seite platzierst, werden sie repariert und aufgefüllt. Oh, ist ja klasse! Während du aber auf dem Vormarsch bist, erfüllen TTPs die Versorgungsrolle weit besser als Gebäude. Also dann, deine Artillerie ist bestens versorgt, daher wollen wir sie mal einsetzen. Bille wählst du nun aus, ja? Leute, die Fernangriffeinheit. Bei Artillerie handelt es sich um sogenannte indirekte Einheiten. Sie öffnen das Feuer aus der Entfernung und sind darum niemals Gegenangriffen ausgesetzt. Jedoch können sie sich nicht im selben Zug bewegen und das Feuer eröffnen. Dafür können Artillerie in den meisten Fällen bis zu 3 Felder weit ballern. Und so ein Glück, wie mir scheint, steht da sogar ein ideales Ziel für unsere Artillerie. Befiehl ihr doch mal, das Feuer zu eröffnen. Alter, 63% Damage. Keine Chance. Der Typ mit dem Fernglas. Feuer! Wow, richtig viel Schaden. Ja, das sind die besten taktischen Einheiten, ey. Na, wer seine indirekten Einheiten klug zu platzieren weiß, der gewinnt Schlachten. Schütze sie nur immer schön vor direkten Angriffen, ja? Aber es gibt ja auch andere Wege, die zum Sieg führen. Die Gebäude hier sind die jeweiligen Hauptquartiere beider Seiten. Kurz Hauptquartier, ne? Kurz HQ genannt. Gelingt es dir, das gegnerische Hauptquartier zu erobern, ist die Schlacht sofort gewonnen. Alles Kämpfen wird dann beendet. Aber Vorsicht, sollte der Feind das Erobern deines Hauptquartiers gelingen, hast du auch verloren. Denk also bitte immer dran, es zu schützen. Und schau nur, keine Gegnereinheit auf dem Hauptquartier zu sehen. Ja, wenn dein Mech nur schneller wäre, könnte er einfach rübermarschieren und es erobern. Leider würde es zu Fuß viel zu lange dauern. Und zwar den zweiten TTP, den wir haben. Der ist unsere Rettung. Wähle also zuerst die Mech-Einheit aus und lass die dann mit dem Befehl Einladen in den Transporter einsteigen. Das ist auch richtig cool. So, Mech- und Infanterieeinheiten, also nur die zu Fuß sind, können durch den Befehl Einladen in Transportern steigen. Dafür muss die Einheit nur auf den Transporter bewegt werden. Versuch's jetzt mal. Es ist eingeloden. Klasse, deine Mech-Einheit ist nun sicher an Bord des dritten Transporters verstaut und die Fahrt kann losgehen. Wähle nun den beladenen TTP aus. Ja, da bist du überhaupt gar nicht erfahren. Der Transporter kann Bodentruppen sehr schnell über große Distanzen hinweg transportieren. Bewege ihn doch mal neben das Hauptquartier, dann zeige ich dir was. Schut, tut. Dass man auch gleich wieder entladen kann. Hervorragend. Nun könntest du auf dem Gefährt etwa den Befehl zum Warten erteilen, aber das würde die Mech-Einheit an Bord vorläufig vor Schaden schützen. Sollte der TP jedoch zerstört werden, ist alles futsch. Das Gefährt selbst wie auch die Einheit, die an Bord war. Da es uns im Moment jedoch um das Erobern des gegnerischen Hauptquartiers geht, lassen wir die Einheit einfach ausladen. Alles klar. Platziere die Mech-Einheit nun einfach mitten auf dem gegnerischen Hauptquartier. Kann natürlich hier überall die ausladen, aber wir wollen sie natürlich direkt effizient. Geil, gut so. Eine unverzette Einheit steht auf dem Hauptquartier des Gegners und kann schon im nächsten Zug mit dem Erobern beginnen. Dein Max steht, wo er soll. Dein Jagdpanzer blockiert den Brückenkopf und deine Artillerie ist betankt und kampfbereit. Besser kann's nicht laufen. Ja, ist wirklich so. Ist ja auch ein Tutorial. Erobere nun weiter das gegnerische Hauptquartier und blockiere die Brücke. Wähle deinen Zug beenden, um deinen Zug abzuschießen. Es wird für dich einknacksen, Leute. Yes! Ja, kann ja alles machen, der Gegner. Da werden alle abgeballert jetzt, die da alle ankommen. Alter, wie schickt das alles aus, die ganzen verschiedenen Terrains so. Oh, Alter, da wirst ein bisschen noch gewehrt. Aua, aua, aua. Oh, jetzt kommen sie alle, jetzt kommen sie. Wo wollen die denn hin? Weil jetzt auch noch, kann ich vielleicht auch noch mal erzählen, was Mel uns vielleicht nicht erzählt. Aber zu Fußeinheiten, die können über Flüsse rüberlaufen. Und hier sind ja, ist jetzt alles voller Flüsse, ne? Deswegen wird das gar nicht mal so geil. Aber wenn ich jetzt doch zu lange brauchen, weil die machen sich natürlich auch auf den Weg in mein Hauptquartier. So, jetzt ist natürlich die Sache, Leute, ich könnte jetzt den weiter abballern, aber dann kommt ja der nächste volle Panzer und dann kommt der zerstört mein Jagdpanzer. Leider. Feuer! Oh, das war mal Glück. Das war mal Glück, weil eigentlich sollte der gar nicht so viel Schaden machen. So, ja, und jetzt wird ja, kann ich eigentlich mit B kann man die gegnerische Reichweite feststellen. So, der würde jetzt auf jeden Fall meine Einheit zerstören. Wisst ihr was? Ich stelle einfach meinen TTP hier hin. Der kann nicht angreifen, aber der hält auch eigentlich ganz schön viel aus. Das ist doch cool, der wird eh erobert. Zug beenden, Mann. Ich will hier keine Einheit verlieren, ist dir klar? Oh, der hält sich selber. Oh. Mein TTP! Das habe ich früher auch mal sehr gerne gemacht. Einfach so eine Typen einfach hinstellen. Oh! Oh, die haben ja doch ganz schön erlitten. Aber egal, ich glaube, der andere Panzer, der wäre zerstört worden. Weil der beim ersten Mal auch die Hälfte Damage gemacht hat. So, Leute, geil. Na komm, für die Punkte, ich zerstöre noch eben. Artillerie, Feuer! Wo sind sie denn? Da ist der Feind! Angriff! Oh, shit! Ja, auch andere Fernartillerie kann sich trotzdem nicht verteidigen. Also wirklich, die müssen nie Gegenangriffe fürchten, wie Nell schon sagt. Gegenangriffe ist einfach nur nice. So, erobern und das war's. Boah, da wird die Fahne gehisst. Einen riesen Glückwunsch. Du hast alle Lektionen abgeschlossen. Jetzt bist du bereit für alles, was Warsworld an Herausforderungen bieten kann. Und was für ein Timing. Ich erhalte soeben Bericht, dass der Feind in Orange Star eingefallen ist. Du hast fleißig gelernt, Marcel. Dann bis bald. Yeah, Lektion abgeschlossen. Leute, sehr, sehr schön. Das ist doch ein idealer Moment, um die Pilotfolge für heute abzuschließen. Würde ich mal behaupten. Ganz vortrefflich, damit ist die Feldübung beendet. Klasse gemacht, Marcel. Na, wie war's? Hast du etwas Neues lernen können? Ja, die Quality of Life-Dinger. Dir ist sicher aufgefallen, dass das nur die absoluten Grundlagen waren. Alles weitere erkläre ich dir auf Wunsch gerne, wenn du deine Einsätze bestreitest. Genau, also ja, die haben wirklich das Tutorial verkürzt. Nanu, und wie mir scheint, beginnt unsere Geschichte jetzt gleich. Viel Spaß! Oh shit. Okay, da gucken wir uns auch noch an, Leute. Die Feindschaften zwischen den beiden Nachbarländern Orange Star und Blue Moon galten eigentlich als beigelegt. Bis Blue Moon eines Tages einen unverhofften Angriff startet. Marcel, hilf den Kommandanten von Orange Star, ihre Heimat zu verteidigen und finde heraus, was zu Blue Moons jeher Kriegslust führen konnte. Nell, die Befehlshaberin der Armee von Orange Star, wartet bereits voller Spannung darauf, was du kannst. Oh oh, kann ich überhaupt? Ich kann ja nicht. Ich kann nix. Andy, aufwachen. Andy, aufwachen? Du kannst doch jetzt nicht einfach so vor dich herdösen. Bin wach, bin wach. Was liegt an, Nell? Oh nein, was liegt denn an? Deutsche Synchro ist cool. Nur zwar immer so kleine Snippets, aber trotzdem nice. Was ist denn los, Mann? Etwas Ernstes. Olaf, dieser hinterhältige Schurke, denkt sich, er könnte einfach so... Pardon. Ich meine natürlich Olaf, Befehlshaber der Armee von Blue Moon. Unseren Berichten zufolge fallen seine Streitkräfte gerade in Orange Star ein. Oh. Moment mal, Blue Moon? Uff, dabei ist das doch schon Ewigkeiten her, dass unsere Länder zuletzt gegeneinander Krieg führten. Eine zu Aufklärungszwecken ausgeschickte Speereinheit berichtet, dass Blue Moon die Korallenfestung besetzt hat. Ein Gebiet, das wir nicht verlieren dürfen. Okay, juhu, na dann habe ich endlich was zu tun. Auf in die Schlacht. Dem Kerl werde ich zeigen, Nell. Nicht so schnell. Erst musst du gut zuhören, was ich dir zu sagen habe. Unsere Priorität ist die Rückeroberung der Korallenfestung. Also gib gut Acht, ja? Gut, dann nichts wie los. Leute, aber erstmal, wie gesagt, Leute, es ist erstmal Zeit, die Pilotfolge zu beenden, hier richtig schön Training. Leute, ich hoffe sehr... Boah, eine richtig große Karte. Boah, die sieht auch schon so schick aus. So schön stilisiert und alles. Ah, Leute, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit mir zusammen dieses tolle Spiel, diese tollen Spiele gemeinsam erleben wollt. Das war die Pilotfolge, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Advance Wars, Leute. Die Panzer rollen wieder. Es geht los. Strategie vom Allerfeinsten. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Part. Ciao!